Diagnose Diabetes, der Podcast über Diabetes mit den Antworten auf deine Fragen mit Silvia Hahn. Heute gibt es die nächste Episode meines Podcasts Diagnose Diabetes, was jetzt? In der heutigen Episode habe ich einen Gast aus Hamburg für dich eingeladen. Unser Hauptthema heute wird sein, die Hauptursachen des Diabetes Typ 2 zu erkennen und zu verstehen. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Tipp für dich. Und jetzt geht's los, zusammen mit Markus Grimm von Healthy Balance. Herzlich willkommen, Markus. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Hallo, und schön, dass ich dabei sein darf heute. Ja, danke. Ich freue mich, dass du hier bist. Genauso, und heute mit mir über dieses wichtige Thema auch sprichst. Ja, Markus habe ich durch die Kooperation mit Healthy Balance kennengelernt und Markus steht mir immer bei Fragen zur Seite, wenn ich mal nicht weiterkomme oder einfach auch andere fachliche Fragen habe. Ich schätze unsere gute und erfolgreiche Zusammenarbeit sehr, muss ich sagen. Ein herzliches Dankeschön nochmal an dieser Stelle an dich, Markus. Sehr gerne. Ja, ich möchte den Hörerinnen und Hörern natürlich dich, Markus, gerne an dieser Stelle vorstellen, dass sie wissen, wer hier an der anderen Leitung in Hamburg hier sitzt. Ja, Markus Grimm ist Heilpraktiker und Ernährungsberater. Markus war sogar ein Jahr in einer Natur- und Sportheilkundeklinik in Brisbane in Australien tätig. Ganz spannend, glaube ich. Ja, und hatte auch seine eigene Naturheilkundepraxis in Füssen im Allgäu. Ich darf nämlich verraten, Markus kommt ursprünglich nämlich aus dem Allgäu und er wohnt zwischenzeitlich in Hamburg und leitet dort seit 2018 das Naturheilzentrum Alstertal. Ja, die Schwerpunkte des Naturheilzentrums in seiner Praxis sind einmal Darmerkrankungen, einmal Hashimoto. Ja, alle, die von dieser Schilddrüsenerkrankung betroffen sind, die wissen sofort, von was ich hier spreche. Und das Weitere, wer hätte es gedacht, Diabetes natürlich und auch diabetische Retinopathie und Makuladegeneration. Ja, die beiden Begriffe würde ich gerne noch ein bisschen näher erläutern, dass auch alle wissen, um was es hier dann auch zusätzlich noch geht bei dir in der Praxis, Markus. Die diabetische Retinopathie ist unter anderem eine Folgeerkrankung von Diabetes. Das ist natürlich eine Erkrankung, ja, heißt der Netzhaut, der Retina des Auges, und hohe Blutzuckerwerte schädigen hierbei diese feinen Blutgefäße in der Netzhaut. Ja, die Makuladegeneration ist in Deutschland die häufigste Ursache von Erblindungen im Erwachsenenalter, natürlich ganz heftig. Und dabei geht der wichtigste Teil der Netzhaut kaputt, der wird zerstört und das scharfe Sehen ist leider nicht mehr möglich. Also das Sehen ist natürlich einer der Dinge oder der Sinne. Ja, wenn das weg ist, dann ja. Was ich wiederum sehr erschreckend finde, ist, dass das Rauchen zu den größten Risikofaktoren für die Makuladegeneration zählt. Und da bin ich selber glücklich drüber, dass ich noch nie geraucht habe und es auch nicht vorhabe. Aber ja, das soll nicht unser Thema sein heute, das Rauchen, aber bitte, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, passt einfach auf eure Gesundheit auf. Ja, zu Markus gibt es noch weiteres zu sagen. Du bist Mitentwickler des physiologischen Ernährungsprogramms von Healthy Balance und Gesellschafter von New Life Nutrition. Jetzt weiß ich, warum es so schwer war, einen Termin bei dir zu bekommen oder mit dir einen Termin zu bekommen. Ja, noch kurz zu New Life Nutrition natürlich, weil das sollten wir auf jeden Fall noch erwähnen, weil ich diese Produkte einfach sensationell finde. Die gehören bei mir zur Tagesordnung und die empfehle ich ausschließlich. New Life Nutrition achtet bei der Entwicklung und Produktion der Nahrungsergänzungen darauf, dass die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe eine aufeinander abgestimmte und aufbauende sowie regulierende Wirkung haben. Die Produkte von New Life Nutrition versorgen den Körper mit wichtigen Mikroorganismen, Aminosäuren, Vitaminen, Mineralstoffen, Antioxidantien, Kräuter- und Pflanzenextrakten sowie Spurenelementen und Ballaststoffen.
Ja, und in Ausbildungen, Vorträgen, Seminaren und so wie heute im Podcast gibt Markus auch seine Erfahrungen und sein Wissen immer gerne weiter. Wir Diabetes-Coaches treffen uns im Moment natürlich online regelmäßig mit Markus, um uns auszutauschen und immer up to date zu bleiben. So, jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Wenn, dann darfst du gerne ergänzen, Markus. Ja, und jetzt aber natürlich. Ja. Jetzt aber direkt zum Thema Diabetes. Ne? Ja, dafür sind wir heute hier zusammengekommen. Und Markus, du hast das erste Mal von Diabetes durch deine Mutter gehört. Wie war das für dich? Was hast du hier mitgenommen? Was kannst du uns hier dazu berichten? Ja, also erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Das soll jetzt die Leute nicht erschlagen. Bin im Moment natürlich viel beschäftigt. Ja, und ich bin eigentlich mit dem Thema Diabetes mehr oder weniger groß geworden. Eben, wie du schon angekündigt hast, du meine Mutter. Und die bekam vor, sind jetzt 32 Jahren die Diagnose Typ 1 Diabetes aufgrund von Gewichtsverlust, häufigen Harndrang, also der Klassiker beim Typ 1 Diabetes und auch häufig diese Unterzuckerungen dann, wie gesagt, einfach auch bekommen. Und das war dann praktisch so, dass ich war, glaube ich, da damals 10. Und das war für uns natürlich oder für mich auch schon ein ziemlicher Einschnitt, weil auf einmal musste meine Mutter täglich Blutzuckerwerte nehmen. Sie musste sie in den Finger pieksen. Ich habe immer mitbekommen, wie sie dann die Spritzen aufgezogen hat, wie sie die dann in den Bauch impliziert hat. Ja, und das war natürlich schon so ein einschneidendes Erlebnis, einfach zu erkennen, dass meine Mutter jetzt tagtäglich wirklich Spritzen nehmen muss und auch gerade am Anfang immer wieder halt Probleme hatte, die richtige Dosis zu finden, dann auch mitbekommen, was es heißt, wenn man wirklich kurz vor so einem Koma steht, wenn dann der Notarzt kommen muss. Also es waren schon einschneidende Erlebnisse, die ich da mitbekommen habe und ja, durch mehrere Umwege bin ich ja jetzt zu meiner Berufung gefunden, jetzt als Heilpraktiker und Ernährungsberater und darf in meiner tagtäglichen Praxis Patienten begleiten auf dem Weg zur Gesundung. Und es war natürlich für mich komplett naheliegend, dieses Thema auch zum Praxisschwerpunkt bei uns zu machen, weil es einfach etwas ist, was mir schon, der Großteil meines Lebens indirekt eben durch meine Mutter mitbegleitet. Und ich natürlich in Anführungsstrichen dadurch natürlich auch eine gewisse genetische Disposition in mir trage und sowohl auch zum Wohle meiner Mutter wie auch zu meinem eigenen Wohle da immer wieder schaue, okay, was kann man tun und was kann man verbessern, um eben kein Diabetiker zu werden oder wenn man die Diagnose Diabetes hat, was man selber tun kann, um das alles zu verbessern, beziehungsweise zu schauen, dass man das stabil hält. Und der Vorteil vor allem beim Typ-2-Diabetiker ist, dass er ja heilbar ist, auch wenn das den Patienten häufig anders erzählt wird. Beim Typ 1 ist das ein bisschen was anders, aber da kommen wir vielleicht später nochmal in der Folge dazu, um da die Unterschiede genau nochmal rauszuarbeiten. Aber für alle, die jetzt die Diagnose Typ-2-Diabetes haben, kann ich an der Stelle schon sagen, hey, dieser Typ ist heilbar, also lasst euch da nichts anderes erzählen. Das heißt auch, die Familie ist natürlich bei solchen Diagnosen auch immer mit involviert, denke ich jetzt mal. Einfach Auswirkungen auf die Familie, genau. Und das heißt, wenn du an Diabetes Typ 2 denkst, hast du was im Kopf in dem Falle? Ja, das erste Wort, was mir einfach... Ja, schwere Stoffwechselerkrankung, aber heilbar. Ja, wunderbar. Okay, dann steigen wir gleich ein, genau. Für mich ist immer so der Körper ja einfach faszinierend. Ne? Der hat lebenswichtige Funktionen, versucht da aufrechtzuerhalten, egal was so im Körper passiert. Und wenn die Regulation selber nicht mehr funktioniert, dann gibt es einfach Probleme, dann entstehen die Erkrankungen, wie eben auch zum Beispiel Diabetes.
Und wir haben ja auch in den Ausbildungen bei dir viel über diese Regulationen im Körper gesprochen, an welchen Stellschrauben wir so ein bisschen natürlich auch arbeiten können oder selber jeder Patient sich da denn auch immer selber damit beschäftigt und sich auseinandersetzen kann, um da eben wieder eine, ja, einen Ausgleich, eine Balance auch wieder zu finden und auch ja, selber darauf einzuwirken. Und da wollen wir heute mal diese vier Hauptursachen, die wir da so im Kopf haben, ein bisschen näher erläutern. Und ja, da bin ich ganz gespannt drauf. Ja, interessante ist ja, dass diese Stoffwechselerkrankung Diabetes mellitus für mich ganz persönlich zu der größten Herausforderung des 21. Jahrhunderts zählt. Für mich auch, oder nicht nur für mich, sondern für viele Experten auch wirklich pandemische Züge annimmt. Und zwar muss man sich immer vorstellen, dass pro Stunde 3 Menschen an dieser Stoffwechselerkrankung beziehungsweise an den Folgeerkrankungen dieses Diabetes mellitus sterben. Das muss man wirklich mal so knallhart sagen. Und mittlerweile ist schon so ist, dass fast 10 Millionen Menschen an dieser Stoffwechselerkrankung erkrankt sind. Also die Zahlen sind gewaltig, ja, wenn man sich die mal anschaut. Und die Kosten, die dadurch in unserem Gesundheitssystem entstehen, die gehen über in die zig Milliarden. Also man geht davon aus, dass ungefähr 35 bis 38 Milliarden Euro jedes Jahr für die Behandlung des Diabetes und seiner Folgeerkrankungen stattfindet. Und was das Schlimme an dem Ganzen ist, ist ja, dass die Tendenz massiv nach oben geht und man eigentlich damit rechnet, dass innerhalb der nächsten 10 Jahre wir insgesamt 1 Milliarde Diabetiker haben werden. Also die Zahl ist unbeschreiblich und gigantisch, das, ja. Da rollt ein Problem auf uns und unsere Krankenkassen oder unser medizinisches System zu, das ja, das wird alles sprengen, was bis dahin da war. Und deshalb ist es mir auch ganz persönlich so ein Anliegen, den Menschen auch wirklich zu helfen, weil 95% der Diabeteserkrankungen wären einfach heilbar und wären auch verhinderbar, wenn man einfach 4 Hauptursachen, es sind nur 4, das muss man immer wieder sagen, es sind nur 4 Ursachen, die dafür sorgen, dass man Diabetes mellitus kriegt. Und das ist so für mich als Heilpraktiker oder medizinisch arbeitender Therapeut einfach so ein Unding, dass ich mir denke, da kann man so viel tun und es geht darum, einfach die richtigen Informationen den Menschen zu geben, dass sie, wenn sie diese Diagnose haben, gerade bei Typ 2 auch wieder rauskommen. Bei Typ 1, wie gesagt, ist das was anderes. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Und vor allem, dass man überhaupt nicht da reinkommt. Und das ist das Entscheidende, weil das Schlimme am Diabetes mellitus und das ist auch das Gefährliche an dieser Stoffwechselerkrankung, ist, dass er nicht wehtut. Also man merkt ihn nicht. Er ist so ein schleichender Prozess, der sich vor allem auf die alle Organe schlägt. Kein Organ ist davon befreit und man therapiert häufig erstmal die Symptome, bevor man einfach wirklich an die Diagnose, an die Ursache kommt. Und das ist dieser gestörte Blutzuckerstoffwechsel. Und die 4 Hauptursachen, damit sowas überhaupt entsteht, ist zum einen, und das ist der größte Teil, die Ernährung, die zum einen zu schnell, zu häufig, zu kohlenhydratlastig ist und zum großen Teil mit den falschen Lebensmitteln bestückt sind, die offensichtlich immer wieder in Hochglanzzeitschriften und von gewissen Institutionen als gesund deklariert werden, die aber schlussendlich, wenn man sie unter der physiologischen Betrachtungsweise sich mal näher anschaut, dann überhaupt nicht gesund sind, weil sie einfach stark entzündungsfördernd sind und durch die starken Entzündungen dadurch sich auch Insulinresistenzen bilden können. Der Hauptkiller, so nenne ich schon mal mittlerweile, ja, des 21. Jahrhunderts ist ja das Thema Dauerstress. Mhm. Also die dauerhaft erhöhte Ausschüttung des Cortisols führt eben dazu, dass sich auch der Blutzuckerspiegel erhöht. Darum heißt ja auch, Cortisol ist ein sogenanntes Glukosteroid. Ja, da sagt der Name ja schon, dass praktisch durch die Erhöhung dieses Stresshormons der Blutzuckerspiegel oder halt Zucker mobilisiert wird, um einfach den Körper auf die Stressreaktion optimal mit Energie zu bestücken. Und es kommt dann zwangsläufig immer
zu einer Blutzuckererhöhung. Das ist auch das, was dann einige Patienten überhaupt dann nachvollziehen können, dass sie sagen, ja, jetzt habe ich so gesund gegessen und ich esse sowieso so wenig und jetzt, wie konnte sich der entwickeln? Ja, Dauerstress. Ja, und das Thema liegt hier wirklich auf der Betonung Dauer. Ja, mhm. Stress an sich ist ja erstmal nichts Negatives, sondern es geht um das Thema Dauer, ja, dass, mhm. durch, dass man permanent Stress hat. Ja. Ein ganz großes Thema, auch jetzt gerade ganz aktuell seit einem Jahr ja noch massiv verstärkt, ist das Thema Bewegungsmangel, weil einfach durch viel Homeoffice, viel Sitzen, teilweise dann auch an schlechten Arbeitsplätzen, ja, dann am Küchentisch vor seinem Laptop sitzt und dann einfach eine krumme Körperhaltung einnimmt. Und dann auch nur, dass die Sportstätten und auch Fitnessclubs einfach geschlossen sind. Und ja. Ich sehr, sehr traurig finde, was da eigentlich auch politisch da läuft, dass man dieser wichtigen Geschichte Bewegung als Medizin hier einen Riegel vorschiebt. Das kann ich also überhaupt nicht nachvollziehen. Aber gut, das ist, glaube ich, ein anderes Thema. Aber dieser Bewegungsmangel ist ein Riesenthema. Und wir haben einen Bewegungsapparat. Und wie der Name schon sagt, der muss bewegt werden. Also ja. Wir haben keinen Sitzapparat. Und der, ja, das ist etwas, wo wir, ich sage mal, vielleicht ist das auch ein Relikt aus der Vergangenheit. Aber nichtsdestotrotz, wir haben einen Bewegungsapparat und der muss einfach bewegt werden. Und last but not least, und das ist jetzt die letzte Ursache, das sind die Umweltgifte und die sind leider Gottes in den letzten 70 Jahren massiv angestiegen. Ja, was damals für unsere Großeltern nur selbstverständlich war, diese Biokost, saisonal, regional, ist für uns mittlerweile etwas, was müssen wir teuer uns erwerben. Ja, da gab es noch kein Glyphosat oder andere Giftstoffe, die auf unsere Felder kommen. Auch die ganzen E-Stoffe, die mittlerweile in Lebensmittel eingesetzt werden, um einfach diesen Bedarf der Vielfältigkeit, ja, das ja viele von uns fordern, auch zu stillen. Und das sind einfach Dinge, die zwangsläufig eben dazu führen, dass der Stoffwechsel, die Regulation entgleist. Und im speziellen Fall jetzt für Diabetes mellitus die vier Hauptursachen sind. Aber nicht nur für Diabetes mellitus, sondern für weitere 60.000 Erkrankungen. Das muss ich immer wieder mal vorführen. 60.000 Erkrankungen haben vier einfache Ursachen und drei davon kann der Mensch selber beeinflussen. Mhm. Und das sind einfach Dinge, wo man denkt, ja, da muss dringend was passieren. Ja. Also da kann ich dir nur zustimmen. Also da bin ich genau gleicher Meinung. Ja. Was ich gerade letztens gehört habe, war noch, weil du gesagt hast, eben Diabetes tut nicht weh. Und das heißt es ja auch immer. Und was ich gelesen hatte, war, dass Diabetes, also diese Erhöhung des Blutzuckerspiegels, die konstante Erhöhung, bereits 8 bis 10 Jahre vorher beginnt, bis es tatsächlich festgestellt, also als bis die ersten Symptome auftauchen oder auch diagnostiziert wird. Und in diesen 8 bis 10 Jahren passiert ja schon so viel im Körper durch diesen konstant erhöhten Blutzuckerspiegel. Also das fand ich denn schon auch heftig, weil man merkt es nicht und man dadurch natürlich auch wieder eigentlich Folgeerkrankungen schon sich über diesen Zeitraum entwickeln können, bevor ich überhaupt irgendwas von der Erkrankung weiß. Ja, vollkommen richtig. Meine Erfahrung ist sogar, dass sich das schon noch länger schon ankündigt. Also es sind teilweise nach meiner Erfahrung schon 10, 15 Jahre, wo sich der schleichend reinarbeitet und wo häufig, leider häufig nur die Symptome, also die Folgeerscheinungen, die Ankündigungen, dass es in diese Richtung geht, behandelt werden. Und es liegt leider Gottes schlichtweg daran, dass einfach die schulmedizinische Diagnostik oder Herangehensweise an dieses Thema gerade bei so einer chronischen Stoffwechselerkrankung nicht immer zielführend ist. Und das liegt einfach daran, dass zum Beispiel, um einen Diabetes ja zu diagnostizieren, wird ja dieser sogenannte Langzeitblutzuckerwert HbA1c dann hergenommen, um zu sagen, okay, ab einem Wert von 6,4% und mehr bist du jetzt ein Diabetiker. Aber nach meiner Erfahrung und nach der ganzheitlichen und systemischen Medizin sieht man bereits schon an erhöhten Blutfetten, also die sogenannten Triglyceride und niedriges HDL-Cholesterin und häufig, aber nicht immer, mitbegleitet durch Erhöhung der Harnsäure,
dass das schon der erste Hinweis ist auf eine Insulinresistenz. Und häufig wird in diesen Phasen den Patienten einfach nur Cholesterinsenker gegeben, um die Blutfette wieder zu reduzieren. Oder wenn die Harnsäure erhöht ist, wird ihnen ein Harnsäureblocker gegeben. Aber das sind eigentlich alles schon Hinweise für mich als ganzheitlich arbeitender Therapeut oder auch für dich als ganzheitlicher Diabetes-Coach oder und die Diabetes-Coaches, die ich auch ausbilde, um da einfach frühzeitig zu schauen, zusammen natürlich mit den ersten Symptomen. Und das ist Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Energielosigkeit, Leistungsknick, vor allem in der zweiten Tageshälfte ein ganz großes Thema. Und da sollte man eigentlich schon hellhörig werden und zu sagen, hey, ich muss jetzt mal dringend zu einem Therapeuten, zum ganzen denken, Coach oder auch wirklich mal zum Arzt und sagen, ey, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Ich möchte mal dringend ein Laborbild vielleicht auch haben, wo eben Triglyceride, HDL, Cholesterin, Harnsäure ermittelt wird, zusammen auch mit dem Langzeitblutzuckerwert, der HbA1c, weil der wird leider Gottes ja nur genommen, wenn die Symptome so stark sind, dass es ja schon fast offensichtlich ist, dass man Diabetes hat. Und dann sind die Patienten meistens erschlagen und denken ja, shit, heute früh war noch alles normal und jetzt bin ich Diabetiker. Was heißt denn das eigentlich für mich? Und das ist eigentlich auch nicht akzeptabel. Auch Werte von HbA1c, die bereits bei 5,7 und mehr liegen, deuten jetzt schon auf einen sogenannten diabetische Stoffwechsellage hin. Also man, der kündigt sich ja frühzeitig an. Man muss bloß richtig hinschauen. Mhm. Ja, deshalb haben wir ja bei diesen, bei unseren Ernährungsberatungen dann auch immer die Blutwerte auch mit dabei. Und was ich auch festgestellt habe, dass die Ärzte, dass die wirklich sich, wirklich, da muss man bitteln und betteln manchmal, dass man denn tatsächlich den HbA1c-Wert bitte nochmal macht und wirklich nochmal überprüft und dann eben auch nach einer Ernährungsumstellung den bitte auch nochmal überprüft, um dann einfach auch wieder einen Unterschied zu sehen. Und die machen das einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr oder so und dann war es das für die. Ja, das ist leider Gottes das große Problem, sind ja immer die Kosten. Und so ein Laborwert, wenn man den im Labor ermittelt, der kostet ungefähr 30 Euro, der sogenannte HbA1c-Wert. Und gerade bei diesen gesetzlichen Geschichten muss natürlich der Arzt immer gut argumentieren gegenüber der Krankenkasse, warum er so einen teuren Wert jetzt hat, auch bestimmen lassen. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, dass sich die Patienten da nicht entmutigen lassen. Und ganz ehrlich, die 30 Euro, wenn man die auch selber zahlen muss, die sind so gut investiert, um da Klarheit zu bekommen. Ja. Weil die Kosten, die durch einen Diabetes entstehen, nicht nur an Geld, sondern wirklich an Lebensqualität, ja, tagtäglich Medikamente ein Leben lang nehmen und oder im schlimmsten Fall sogar spritzen, das ist ja etwas, das schränkt so stark den Alltag ein. Also da ist Prävention wirklich die beste Entscheidung, die man trifft, und eine bessere Investition kann man da nicht tätigen. Also das wird man auch darauf beharren, dass der gemacht wird. Also das heißt, wir müssten, glaube ich, nochmal eine Episode machen rein zu Blutwerten, Markus. Also irgendwann mal müssen wir nochmal einen Termin machen und dann unterhalten wir uns explizit über die Blutwerte mit dir als Spezialisten, dass wir dann auch mal die Blutwerte alle richtig lesen können und wissen, wie wir damit umgehen. Und ja, weil da kann man durch der ein oder andere wahrscheinlich schon ein bisschen im Vorfeld erkennen, weil die Ärzte ja meistens, wenn das im Normbereich liegt, dann sagen, ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung, alles gut. Und von daher, da müssen wir auf jeden Fall noch mal eine Episode machen. Du, sehr, sehr gerne. Ich sehe das ja auch immer bei mir in der Praxis, dass das für viele Patienten einfach auch wirklich solche Aha-Erlebnisse gibt. Da muss ich sagen, ah ja, schau. Also sehr gerne. Also super. Sehr, sehr gerne. Hervorragend, ja. Yeah. Wenn wir jetzt mal so die vier Hauptursachen jetzt kurz angesprochen haben, ich würde gerne noch auf die Auswirkungen im Körper so ein bisschen zu sprechen kommen, weil du hattest eben schon gesagt, mit falscher Ernährung und auch der Cortisolausschüttung im Körper ist auf der einen Seite der Anstieg des Blutzuckerspiegels natürlich zu erkennen, so wie es eben auch schon, wie wir es auch kennen. Aber es gibt ja auch noch andere Auswirkungen im Körper, die dann eben den Körper so aus dem Gleichgewicht bringen.
Also die Auswirkung eines dauerhaft erhöhten Blutzuckerspiegels ist natürlich einfach, dass ich, es gibt ja nur ein einziges Hormon und das ist ein Masterhormon, ein Schlüsselhormon, wie der Name schon sagt, der praktisch diesen Zucker, diese Energie in die Zellen schleusen kann. Und das ist Insulin. Es ist das einzigste Hormon, die praktisch den Blutzuckerspiegel senken kann. Hingegen gibt es vier andere Hormone, die den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen können. Wie gesagt, das eine war Cortisol, das andere ist Adrenalin, Noradrenalin, das andere ist Glucagon. Das sind jetzt alles Hormone, die praktisch den oder auch Schilddrüsenhormone, die den Blutzuckerspiegel ansteigen lassen können. Und Insulin ist das einzigste, was in den Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse produziert wird, um überhaupt einen Blutzuckerspiegel zu senken. Man muss aber an der Stelle auch schon mal erwähnen, dass wir immer einen basalen, bestimmte Höhe am Blutzucker verfügbar haben, weil einfach Zucker, der Hauptbrennstoff ist neben Sauerstoff, um einfach Energie zu produzieren. Und erst wenn bestimmte Spitzen überschritten werden, dann wird Insulin ausgeschüttet, um dieses vermehrte Blutzucker, diesen vermehrten Anstieg des Blutzuckers praktisch wieder zu regulieren. Und Insulin wirkt praktisch auf fast alle Zellen im Körper, also alle, die Energie produzieren, haben die Fähigkeit auf Insulin oder können auf oder werden auf Insulin angetriggert, sodass sie gewisse Schleusen an die Oberfläche bringen, die sogenannten GLUT4. Und dann wird praktisch Zucker in die Zelle hineingebracht. Also das heißt, es ist das Entscheidende und ganz wichtig für unsere Energieverteilung. Und wenn man das jetzt mal sich nochmal vor Augen führt, es geht um Energie, dann geht es praktisch, sind die Folgeerkrankungen alles, was mit Energiemangel zu tun hat. Also das sind klassische die Erschöpfungserscheinungen. Das sind Schlafstörungen, ja, weil eben auch durch das erhöhte Insulin oder durch eine angehende Insulinresistenz die Zellen nicht mehr so richtig ansprechen. Das heißt, die Energie kommt adäquat dann nicht mehr in die Zelle rein. Dadurch wird das Signal häufig in der Nacht, wenn wir, sagen wir mal, schlafen und nichts essen, ausgeschüttet, dass die Zelle praktisch Hunger bekommt. Ja, und wenn wir Hunger bekommen, dann steigen unsere Stresshormone an, also das Cortisol. Und dadurch werden viele vor allem zwischen 1 und 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht wach, ja, und müssen dann entweder auf die Toilette oder kriegen dann wirklich auch Hunger. Und das ist schon ein Hinweis, dass da eventuell was gestört ist, dass auch die Leber, die ja in der Nacht die sogenannte Gluconeogenese macht, also das heißt aus Eiweißen und Fetten praktisch diesen Zucker produziert, damit wir eben nicht in einen Energiemangel kommen in der Nacht. Die wird, wie gesagt, auch, sagen wir mal, durch Insulin resistenter. Und ein ganz großes Thema ist vor allem Fruchtzucker. Das wird häufig ja gerade in Diätprodukten eingesetzt, ja, um einfach den Insulinstoffwechsel nicht zusätzlich anzutriggern, die Bauchspeicheldrüse zu entlasten, was ja vollkommen richtig ist. Das Problem ist bloß, indirekt belastet sie dann durch das, weil eben Fruchtzucker vor allem in der Leber verstoffwechselt wird und es entstehen dort Alkohole, die wiederum die Leber belasten, sogenannte Fuselalkohole. Und das führt dann zu einer nicht alkoholischen Fettleber und dann indirekt auch zum Diabetes mellitus. Super. Und genau da sind wir dann in so einem Teufelskreis. Die Insulinresistenz wird dann immer stärker. Dadurch lagern sich dann vor allem die überschüssige Energie in den Fettzellen ein. Das führt zu vor allem bauchbetonten Bauchfett, ja, was viele ja auch weghaben wollen, was auch ganz wichtig ist. Da kommen wir vielleicht zu einer späteren Episode nur dazu, da nochmal genauer einzugehen, dass gerade das Bauchfett extrem entzündlich ist und dadurch natürlich auch ein Diabetes anfeuern kann. Und schlussendlich lagern sich dann weitere Zuckermoleküle, deshalb auch der HbA1c, der durchschnittliche Zuckerbehaftung der unserer roten Blutkörperchen, eben an den roten Blutkörperchen an. Es kommt dann zu einer Geldrollenbildung, ja, zum schlechteren Blutfluss führt. Dadurch kommt es zur Erhöhung des Bluthochdrucks, ja, oder häufig wird dann der behandelt mit Medikamenten, obwohl das gar nicht die Ursache ist. Ja, das ist ja auch, wie gesagt, immer wieder bei einem Thema, wo man so spät erkannt wird. Und
dadurch kommt es zur schlechteren Durchblutung der Mikro, also der feinsten Kapillargefäße. Das ist immer wieder bei dem, was du eingangs erwähnt hast, das Thema diabetische Retinopathie. Die Augen werden schlechter, der Gehörgang wird schlechter, die Lungen werden schlechter, man kann schlechter atmen. Ja, dann wird dann häufig wieder mit Cortisonspray gearbeitet, das wiederum dann noch mehr dieses ganze Thema verstärkt, weil es nur kurzfristig Erfolg bringt. Mhm. Und somit kommt man dann in so einen Teufelskreis rein und die Folgeerkrankung, wie gesagt, von Insulinresistenz oder Diabetes mellitus, die sind vielseitig, weil sie jedes Organ befallen können, ob das Arteriosklerose ist, die Erblindung, ob das Arthrose, Arthritis, Rheuma, Nerven, ne? Etc. Nerven, also es gibt keine Erkrankung, Alzheimer, Demenz, ja, wird ja mittlerweile auch als Typ 3 Diabetes bezeichnet, ja. Gedächtnisstörungen und hängen davon ab und man geht eigentlich davon aus, ja, wir haben ungefähr immer so circa 400.000 Fälle jedes Jahr an Schlaganfall und Herzinfarkt, Toten. Und davon kann man eigentlich sagen, ist ein Drittel davon, weil eben der Blutzuckerspiegel nicht passt. Muss man sich einfach mal alles vorstellen. Und deshalb ist es so elementar wichtig, an diesen vier Hauptursachen zu arbeiten und nicht an den 60.000 Symptomen, die daraus entstehen können. Wahnsinn. Also wir haben ja jetzt die vier Hauptursachen mal kennengelernt und die einfach für die Entstehung von Diabetes Typ 2 einfach mitverantwortlich sein können oder sind. Ja, und ich würde dir gerne vorschlagen, dass wir diese Ursachen einfach mal so näher auseinandernehmen oder ein bisschen ausführlicher und detaillierter einfach durchgehen in den nächsten zwei Episoden. Dass wir uns da einfach nochmal drüber unterhalten und wäre super, wenn wir das machen und da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich mich auch. Ja, dann würde ich sagen, wir beginnen mit den nächsten zwei Episoden dann. Ich würde mal sagen, so Ernährung und Bewegungsmangel gehört, glaube ich, so ein bisschen zusammen, oder? Und in der anderen Episode tun wir uns dem Dauerstress und der Umwelt widmen. Ja, und ich möchte mich jetzt heute bei dir natürlich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und diese vielen Infos hier mit uns schon mal geteilt hast. Und dann freue ich mich auf unsere zwei nächsten Episoden zu den weiteren Themen. Und ich bin schon ganz gespannt drauf. Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bleib also dran, freu dich auf die nächsten Episoden mit Markus und weiteren vielen spannenden Informationen und Tipps für dich. Ja, sehr gern, freue mich. Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich auf deine positive Bewertung. Du hast Fragen rund um das Thema Diabetes? Dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine Mailadresse lautet diabetes@silvia-hahn.de. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Diagnose Diabetes, was jetzt?